Und dieser Turm. Denkst du nicht, der sieht wie ein seltsamer Platz für eine heilige Zeremonie aus? Ja, da hast du wohl recht. Schau dir mal die Eingravierungen da an. Was sind das für seltsame Dinge? Es ist eine uralte Ruine. Ich nehme mal an, dass sie von den Silvery White Light Ages. Ja. Du meinst diese Schlacht von Gut und Böse? Oh, ich wollte eigentlich noch mit der Oma reden, aber das habe ich jetzt verballert. Naja, egal. Ist ja wohl nicht so wichtig. Warum sollten sie einen Exorzismus oder was auch immer in diesem Ort halten? Oh, scheiße, mein Spiel spackt. Was geht denn jetzt? Hey, wo willst du hin? Da geht etwas Lustiges vor sich. Lass es uns besser rausfinden. Aber haben die nicht gesagt, wir dürfen nicht herein? Sieh mal, wenn irgendwas zu dieser Elena-Tussi passiert, mit ihr passiert, dann bin ich schuld und ich werde diesen Job nicht versauen. Ja, das ist wahr. Und das ist nichts Gewöhnliches. Ja, auch rumzuflennen, lass uns gehen. Hä? Hey, wo ist Guy hingeflogen? Ich dachte, er kommt auf meine Schulter. Ach, Mann. Kann ich hier nicht irgendwo speichern? Vielleicht bei dem Feuer oder so? Hallo, Feuer? Kann ich bei dir speichern? Hey, ich will jetzt nicht da rein, ohne zu speichern. Muss doch irgendwo einen Speicherpunkt geben, oder? Jetzt zumindest. Och Mann, okay, dann muss ich da rein, vielleicht kann ich ja drin speichern. Jetzt geht aber die Party ja richtig los. Garmia Tower, erste Dingensens. Moment. Oh Mann, ich habe mein Leben nicht aufgefüllt gekriegt. Okay, scheiße. So, das ist gar nicht einfach. Hä? Oh, wie sieht's hier noch aus, Alter? Na super, einfach super. Wo kommen diese ganzen Monster her? Vorsicht, Ryu. Da muss ja auch vorsichtig sein, ey. Ist ja kein Speicherpunkt so versteckt. Ah, wusste ich's. Okay, recover, save game und ich speichere kurz auf der 2. Denn, kann man hier irgendwie laden? Na, man kann nur Exit machen. Okay, ich werde jetzt nochmal kurz zurückgehen. Ich will mir doch diese Geschichten von dieser Oma noch schnell anhören, bevor ich hier abgehe. Und wir sehen uns gleich bei dieser Oma. Bis gleich. Oh, Elena, meine Süße, kommst du her, um eine Geschichte zu hören oder vielleicht dein Glück zu erfahren? Oma weiß viele antike Geschichten und sie kann dir auch über dein Glück erzählen. Willst du etwas davon hören? Ja, dann sehen wir mal dein Glück. Deine Hand spricht von Frauen... Ärger. Aber es spricht auch von einer großen Liebe. Ich habe noch nie so eine Hand gesehen. Frauenärger und eine große Liebe? Für Ryu? Versuch's nochmal, alte Frau. Sky, glaubst du das etwa? Hör zu, Oma. Frauenärger, Liebe, nicht ich. Niemals. Mann, ist sie weg. Oh, bla bla bla. Kann man das... Ja doch, man kann das mit X schneller machen. So, The Tale of Warmer's Moon. Zwei Monde im Himmel. Der zweite ist falsch. Unglück ist es. Oh Mann, ey, warum ist das alles so komisch geschrieben? Wenn der Mond die Dunkelheit bringt, dann soll die Abomination erscheinen, was auch immer das ist. Dunkelheit und Verderben soll über alles regieren. Du kennst die Geschichte, kennst du sie nicht, Elena dir? Kennst du sie nicht? Mann, ey. Über die Rückkehr von Balmar und Unglück. Die Geschichte des Tags der Dunkelheit. Tu ich. Und ich nehme an, dass es wir sind, die den anderen helfen müssen. Dass es wir sind, die dazu führen müssen, das so stark zu sein, dass dieser Tag nie passiert. Okay, bla, Bullshit. Also, was erzählt ihr für seltsame Geschichten? Komm, der Kampf von Gut und Böse. Vor langer, langer Zeit wurde die Welt in zwei geteilt. Licht und Dunkelheit haben einen schrecklichen Krieg für Zeitalter lang bekämpft. Aber irgendwann hat Grannis, der Herr des Lichts, ach, das ist gar nicht die Stadt, das ist Church of Grannis, heißt nicht die Kirche von der Stadt Grannis, sondern von diesem Typen Grannis, den Herr des Lichts. Von dem reden wir eigentlich die ganze Zeit, oh Mann, nee. Okay, fail. Hat Valmar besiegt, den Teufel der Dunkelheit. Vom Kampf völlig fertig hat Grannis dann geschlafen, oder wie er hieß. Und man erzählt, dass die Kräfte der Dunkelheit selbst jetzt irgendwie hier darauf warten, dass sie wieder zurückkommen. Was für eine schreckliche Geschichte. Was ist so schrecklich darüber, dass ihr Bumpkins
in diese blutigen Feengeschichten glaubt. An diese blutigen Elfengeschichten glaubt. Oder was auch immer. Es sind einfach nur dumme Kindergeschichten. Genau, Ryodo, du hast recht, sag ich doch. Das ist alles Bullshit, ey. Ryodo hat recht. Ryodo hat immer recht und wir rennen im Kreis. Okay, ich muss es nochmal laden, aber dazu muss ich das Spiel nochmal beenden. Also, bis gleich. So, willkommen zurück im Garmia Tower und jetzt wird hier wohl richtig der Krieg abgehen. Zum Glück haben wir wieder volles Leben und haben gespeichert. Und jetzt haben wir irgendwie die Spinne überrascht. Nee, haben wir nicht. Sie hat uns schon gesehen, schade. Aber jetzt gibt's aufs Maul, Kleine. So, erstmal ein Critical in die Fresse, oder? Das müsste eigentlich zeitlich ganz gut hinpassen. Ja. Cancer. Und mit einer Combo besiege ich die jetzt. Also gegen die Spinnen habe ich schon die perfekte... Nee, Moment, ausweichen war's. Hey, genau, jetzt kurz ausweichen. Einfach weglaufen. Wir dahin. Ha! Und dann Combo in die Fresse. Genau so funktioniert das gegen die Mistviecher. Perfekte Strategie. Ich habe nicht mal grün oder blau oder irgendwas verbraucht. Richtig gut. So. Erster Gegner ist weg. Na gut, ich werde es nicht bei jedem Gegner speichern. Bei denen weiß ich ja sowieso, wie ich sie besiege, ohne Leben oder sonst was zu verlieren. Und da war noch eine Spinne. Wir kriegen später richtig heftige Fähigkeiten. Das 10 Second Slash ist im Moment das einzige, leider. So, hier, nix mit deinem komischen Zauberdingens. 10 Second Slash ist im Moment das einzige, aber da kommen noch andere Sachen. Oh, scheiße, das Vieh rennt direkt auf mich zu. Also, ich kann abhauen, okay. Nein, lauf dahin. Jawohl, perfekt. Und jetzt gibt's aufs Maul, lauf du ruhig weg. Was? Scheiße! Noch ein Lebenspunkt, das habe ich jetzt nicht gedacht. Oh, 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 oh. Komm schon, bitte, das besiegst du. Ja, komm, komm, haut drauf. Oh. Gott sei Dank, ey. So, kein Leben verloren. Nichts verloren, gar nichts. Alles gut. Oh Mann, hier sind überall so dumme Spinnen. Kann ich eigentlich nie ein bisschen rauszoomen? Okay, ich gehe dann mal hier hin. Weil die Spinne bewacht irgendwas. Machen wir einfach alles platt, ey. Ich werde hier keinen von euch am Leben lassen, das ist klar. Critical wie immer. Bam. Dann gleich eine Ausweichung und dann eine Combo. Wie immer. Oh Mann, der steht direkt vor mir. Er war so auf ihn zulaufen, dass er ihn Schere schlägt. Voll cool. So, hier Combo in die Fresse und tschüss. Oh nee, nicht schon wieder. Er macht jetzt wieder eine Aufladeattacke, oder? Scheiße, macht er nicht. Nochmal ausweichen, nochmal ausweichen, nochmal ausweichen. Lauf weg! Hey, das ist voll der coole Trick, den habe ich früher nie benutzt. Das mit dem Ausweichen, das ist ja genial. These guys were no real challenge. Hammer, so kann man dieses Spiel wirklich gut spielen. So. Wie sieht es hier aus? Ist hier noch irgendwas? Nix. Da drüben ist noch was. Was zur Hölle? Handgranate, oh, das ist toll. Kann ich vielleicht später gebrauchen. So, aber jetzt werde ich erstmal sicherheitshalber nochmal speichern. Nicht rausgehen, ey. Oh, ja, Recover brauchte ich nicht, aber okay. Ich war jetzt wieder auf der 1. Den zweiten Safe ignoriere ich einfach. So, dann müsste hier noch eine Spinne rumhängen. Sag ich doch. Die machen wir auch fertig wie die andere. Fail. So, jetzt. Einmal. Und wieder ausweichen. Tschüss. Oh Mann, so einfach gerade. So, jetzt wieder Combo und der überlebt wieder ganz knapp, wenn ich Pech hab. Nee, Glück gehabt. These guys were no real challenge. So, das hat auch ganz gut funktioniert und bald haben wir hoffentlich den ganzen Turm wieder ausgerottet von diesen dummen Spinnen. Da ist schon wieder eine. War die vorher auch schon da? Also, Rundensalbe. Ha, ich hab die Spinne überrascht. Tja, Spinne, damit hast du nicht gerechnet. Jetzt gibt es erstmal heftig aufs Maul. Komm, machen wir es ganz gemütlich. Machen wir ihn kurz fertig. Lauf, 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 lauf. Tja, das war's. These guys were no real challenge. Das ist ja einfach hier, also ja. Falls ihr euch wundert, wieso ich gerade eigentlich so viel und so lange aufnehme, dass ich habe Hilfe. Nein, ich habe vor, zumindest mal hier das Intro durchzumachen. Am Stück. Was ist denn da drin, ey? Ich muss gerade erstmal gucken, wie ich am besten laufe.
Irgendwie ist das Ding immer noch sehr laut, dieses Spiel. Zumindest kommt es mir so vor. Obwohl ich schon das Spiel sehr weit runtergedreht habe. Und mich selbst schon sehr weit hochgedreht habe. Aber leider kann ich da jetzt wohl nichts machen. Das geht wohl nicht anders. Das Tolle an dem Wait ist, dass man es in dem Moment durchführen kann, indem man es schon betätigt. Da kann man ihn voll derbe verarschen. Jetzt läuft er erstmal eine halbe Stunde lang weg. Ey, bleibst du hier, du Affe? Dumme Spinne. Oh, sie lebt immer noch. Muss ich eben nochmal ausweichen. Außer ich kriege jetzt eine auf die Fresse. Das kann ja auch passieren. Oh, scheiße. Okay, das war knapp. Manchmal kann es natürlich passieren, dass Evade nicht klappt. Es gibt auch die Defend-Möglichkeit. Und AI. Man kann also machen, dass eben das der Computer mich steuert, wenn ich keinen Bock mehr habe. So, wieder einer weniger. Mann, ihr alle. Eigentlich sollte ich langsamer aufleveln. Das ist voll seltsam. Eigentlich war ich da schon vorhin da schon voll da kurz davor aufzuleveln. Wie laufe ich denn jetzt am besten? Ich laufe einfach mal vor mich hin und klopp alles. Aber ich will natürlich alles töten. Ich brauche die Erfahrungspunkte ja später bestimmt. Okay. So. Also werde ich einfach mal alle dummen Spinnen platt machen, die hier auf mich warten. Und zwar auf meine bewährte Strategie, bei der ich absolut nichts verbrauche. Ist wirklich eine tolle Strategie. Tschüss. Ja, läuft sogar auf mich zu, cool. So, bitte in die Fresse hauen, bitte töten. Jawoll. Der hat gesessen. So, noch 40 XP. Oder EP oder wie es hier heißt. So, da drüben geht's hoch, also wo ich gerade bin, da will ich aber noch nicht hin. Ich habe noch eine Spinne gesehen. Und die hat bestimmt noch irgendwas bei sich oder so. Gibt's hier noch irgendwas? Muss natürlich alles erforschen. Nein, hier ist alles leer, hier war ich schon. Dann töte ich noch die Spinne und dann speichere ich nochmal kurz. Ja, da war ich doch. So, das sollte eigentlich die letzte sein, wenn ich Glück habe. Die Spinnen sind ja auch wirklich sehr einfach. Bei denen habe ich ja eine gute Strategie, ohne Leben zu verlieren und so. Das wird wohl kaum bei allen Gegnern so leicht möglich sein. Das wäre doof. Jetzt habe ich ein Problem, nämlich die Spinne ist direkt vor mir. Okay. Au, verdammt, das hat nicht geklappt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber okay, dann hau ich sie eben so kaputt. Ich kann ja gleich recovern. Tja, ich sehe absolut nichts. So, jetzt aber. Ja, die Evade-Punkte, die ich anwählen konnte, waren ein bisschen doof. Da konnte die Spinne mich schlagen. Und ich dachte, es funktioniert einfach an ihr vorbei zu rennen. Aber das hat leider nicht geklappt. Ah, was heißt. So, noch 32 Erfahrungspunkte. Ich sollte mal bald ein Level abhaben. Ah, seht mal, ich wusste es. Windschaum. Ah, ich glaube, es ist ein Schutz gegen Windattacken. Müsste bei Equip sein dann. Ja. Das brauche ich aber im Moment nicht. Ich habe weder Blizzard-Gegner noch Windgegner. Ich brauche eher gerade meinen Defend-Teil. So, jetzt gehe ich nochmal zurück und speichere kurz und recover mich. Und ja, es ist wie gesagt immer noch ziemlich laut. Aber naja, da kann man nichts machen. Wow, ich nehme jetzt schon ungefähr eine Stunde auf, heftig. Aber naja.